Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine Hitzewelle. Das war wirklich unerträglich. Ich hoffe, wenn Sie dieses Video sehen, ist es etwas kühler geworden. Aber auf jeden Fall, wenn es so trocken ist, wenn es so heiß ist, da kann man nicht lange aushalten. Mit Ventilator oder mit Klimaanlage einigermaßen. Aber richtig kann man sich nicht erholen, wenn man wirklich in einer Hitzewelle sich befindet. Das ist genauso auch für die Ortschaften, wo die Wüsten sind oder wo es die Dürre so stark ist. Und ganz besonders, wenn man auch ganz, ganz lange gearbeitet hat, wenn man wirklich so monatelang ununterbrochen sich eingesetzt hat im Büro oder egal wo am Arbeitsplatz, da braucht man auch irgendwie Erholung. Da brauchen wir auch Urlaub. Vielleicht sind Sie unterwegs in den kommenden Tagen oder sind Sie schon bereits im Urlaub, ja, wo Sie dieses Video irgendwo auch in einem Ausland anschauen. Aber in allem geht es einfach um Erholung, um einfach auch wieder zu Hause zu sein oder nach Hause zu kommen. Und das ist wirklich auch sehr spirituell und geistlich. Menschen brauchen immer wieder Erholung. Aber was ganz wichtig ist, dass es nicht nur die körperliche Erholung, was wichtig ist, sondern die seelische. Die seelische Erholung ist in meinem Sinn noch wichtiger als die körperliche Erholung. Deshalb haben wir in unserem Land noch das Sonntagsgebot. Menschen, die 6 Tage arbeiten, haben das Recht, am Sonntag sich auszuruhen oder einfach auch zur Ruhe zu kommen. Leider Gottes hat die Wirtschaft das überholt und heute gibt es ganz viele Läden oder auch ganz viele Programme, wo Menschen sich engagieren müssen oder Sportarten. Ja, früher hat man gesagt, spätestens um 11 Uhr sollte man beginnen, Fußball zu spielen, damit der Mensch wirklich auch Zeit nimmt für seine Seele, nämlich dass er auch zum Gottesdienst gehen kann. Aber all das wird irgendwie vernachlässigt. All das wird wirklich auch so in der Art und Weise, ja, man muss irgendwas tun, tun, tun. Muss man das? Und ganz besonders lädt die Kirche Menschen ein, ganz genau da anzuschauen, was ist für dich jetzt wichtig. Wenn du ganzen Tag und Nacht irgendwie so beschäftigt bist, wenn deine Seele nicht zur Ruhe kommt, was wird wohl aus deinem Leben sein? Das heißt, du sollst auch das Richtige überlegen und für das Richtige die Entscheidung treffen. Dafür braucht die Seele immer wieder Auszeiten. Und das ist auch im Urlaub sehr wichtig. Auch wenn Sie wegfahren, auch wenn Sie irgendwo Geld ausgeben, um irgendwas Neues zu sehen, dürfen Sie nicht vergessen, dass es einfach um die Seele geht. Dass Sie einfach zur Ruhe kommen. Und ganz besonders für mich als Priester habe ich was gefunden, dass meine Seelenruhe ist immer in Jesus Christus. Wenn ich mit Jesus bin, dann ist es für mich eine gewisse Ruhe. Und dafür muss ich nicht viel machen, aber auch nichts tun, sondern ich kann aber aktiv sein mit meiner Beziehung zu Gott. Das heißt, in diesen Tagen, wenn wir unterwegs sein werden oder wenn wir einfach auch zu Hause bleiben werden, kann man immer wieder einfach diese Beziehung zu Jesus auffrischen. Immer wieder einfach in meine Seele fragen, wie weit ist Jesus aktiv in meinem Leben? Weil in einigen Wochen kommt der Alltag wieder. Das heißt, der Alltag wird uns überholen. Wir werden einfach nicht mehr Zeit haben für unseren Gott, für unsere Seele. Und deshalb ist es für mich als Priester wichtig, euch und Ihnen das mitzuteilen, dass die Seelenruhe viel wichtiger ist als körperliche Ruhe und dass man nur einfach so tagelang nur im Sofa liegt oder einfach auch so auf der Wiese oder was. Nein, es geht einfach um die Seelenruhe. Und deshalb wünsche ich
Ihnen, euch, aber auch mir, dass wir zur Ruhe kommen, dass die Seele wirklich wieder Kraft gewinnt, natürlich auch der Körper. Ich wünsche euch und Ihnen erholsame Zeit und eine gute Beziehung, aber auch Begegnung mit unserem Gott. Tschüss.